Ich bin Joscho und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Steelbook Unboxing und heute habe ich hier Solo Star Wars Story im deutschen Steelbook. Ich habe teilweise die in 4K Zavi Steelbooks und teilweise in den deutschen. Genau, ich glaube, den Teil habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Nee. Machen wir auf. Das sind ja Hochglanz. Steelbox. Wenn es mag. Jetzt mag's. So. Ich finde es eigentlich mit dem Schuber schöne Idee immer. Ist das schöner als wenn eine neue J-Card außenrum gelegt ist. So. Und so sieht es dann aus. Genau. Und dann nehmen wir erstmal den Schuber. Klingen wir vorsichtig ab. Und hier erstmal die Daten. Ja. Audio Dolby Digital 7.1 Deutsch. Okay, cool. Jo, dann haben wir hier erstmal die Vorderansicht. Genau. Ich finde, es hat keine, wirkt bald wie Lenticular-Effekt. Aber es ist keine, es erhebt sich hier ein bisschen vor, denke ich immer. Genau. Rückseite sieht dann so aus. Auch richtig cool. Und hier das Bein. Und die Gesamtansicht. Innen drin sieht es dann mit Disc so aus. Genau. So, dann haben wir hier erstmal die Bonus-Disc. Und die Blu-ray. Genau. Ja, und innen drin sieht es dann so aus. Dunkles Cover-Design innen drin. Aber farbig ist es. Von daher ist es okay. Außen natürlich richtig klasse, muss man sagen. Gefällt mir richtig gut. Für einen kleinen Preis ein Hochglanz Steelbook ist klasse. Jo, dann würde es mich wie immer interessieren, wie ihr den Film findet und wie ihr die Edition findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ne? Macht's gut, haut rein, servus.